Für heute hatte ich ja angekündigt, dass wir uns dem figürlichen Zeichnen mal widmen wollen. Und da habe ich hier in der Ermangelung eines Modells, das ist ja immer schwierig beim Online-Unterricht, habe ich jetzt hier zwei Puppen mitgebracht. Also nicht mitgebracht, ich habe die eigentlich immer hier. Und die Manga-Zeichner, die werden das schon kennen. Ne? Das sind so diese typischen Modelle, die man dann in alle Richtungen verbiegen kann. Ich habe denen schon so eine Pose gegeben hier extra, damit wir die dann mal so ungefähr versuchen können abzuzeichnen. So, die stellen wir jetzt aber erstmal kurz weg. Und jetzt brauchen wir erstmal für den Aufbau von einer, ist ja eine menschliche Figur, von einer menschlichen Figur ein kurzes Schema oder so ein paar Anhaltspunkte. Ja, und zwar ist das der Achtkopf-Kanon, nach dem der Mensch immer aufgebaut ist. Und der heißt eben deshalb so, weil da angenommen wird, also es gibt es schon seit der Antike, seit den alten Griechen, dass der Mensch acht Köpfe groß ist. So, und ich beginne jetzt mal und zeichne mal hier oben. Ihr könnt das auf ein größeres Blatt mal machen, wenn ihr wollt. Ich mache es jetzt hier so hochkant, könnt ihr es machen. Und ich mache es jetzt hier erstmal so auf meinem Querformat. Denke aber mal, dass das ausreichen wird. So, setze ich jetzt erstmal eine schöne Senkrechte hier hin. Wie ihr das schon gemerkt habt, braucht man bei fast allem, was wir so zeichnen, so eine Senkrechte. Und das ist jetzt unser Lot, in dem der Mensch steht. Der steht jetzt erstmal ganz gerade, nehmen wir mal an. Und dann setze ich einfach mal hier oben einen Endpunkt hin am Scheitel und hier unten bei den Füßen. So. Und dann setze ich einen Punkt in die Mitte. Und dann unterteile ich hier diese beiden Regionen nochmal in die Mitte. So. Und dann zu guter Letzt diese Region auch nochmal. Und dann habe ich acht Segmente. Ne? Und wenn ich jetzt hier horizontale Linien durchziehe, da habe ich dann schon diese acht Kopfhöhen, die ich brauche für meinen Achtkopfkanon. So. Aber wie gesagt, machen wir das hier jetzt erstmal nur so, wie wir es jetzt hier brauchen. Es ist sonst langwieriger, nenne ich es jetzt mal, wenn man die volle Erklärung macht. So, im obersten Bereich ist natürlich, wie man das vermuten mag, der Kopf. Ne? Der Kopf setzt sich zusammen, wir haben ja Porträtzeichnung schon gemacht, den aus dem Schädelkreis, der hier in dem Fall zwei Drittel des oberen Feldes ausmacht. Und der untere Bereich, der ist der Gesicht, der ist halb so hoch. So, ne, das ist hier die Hälfte, also Augenhöhe. Ne? Und dann ziehe ich hier, wie bei meinem frontalen Porträtschema, das einmal zusammen. Und jetzt sieht man was, was viele ganz erstaunlich finden erstmal. Diese riesen Distanz von oben vom Kopf bis unten zu den Füßen. Und dann denkt man erstmal, der Kopf ist ja winzig klein. Aber das ist die Realität. Wir nehmen unseren Kopf oder den Kopf unseres Gegenübers beim Sprechen nur eben immer unglaublich groß wahr, weil das das Wichtige ist, worauf wir bei der Kommunikation achten. In Wirklichkeit ist der Kopf so groß, wie ich ihn hier dargestellt habe. Der Mensch ist auch drei Köpfe breit. Ja, das kann man ganz einfach machen. Wenn ich jetzt hier noch einen Kopf und hier noch einen Kopf daneben machen würde, dann hätte ich hier oben diesen Teil so unterteilt, dass hier links und rechts jeweils ein Quadrat entsteht, wenn ich das jetzt hier so zeichne. Und dann ist eigentlich klar, ich kann eigentlich die Linien bis hier unten verlängern, sodass überall in jedem Feld Quadrate entstehen. Hier oben habe ich dann die Schultern, ein bisschen weiter unterhalb. Ne? Also hier kommt ja dann noch irgendwie der Hals. Na, hier hinten würden dann die Nackenmuskeln hochlaufen. Und jetzt in diesen unteren Bereichen, ich mache das jetzt mal nicht so kompliziert, ist es jetzt folgendermaßen, dass hier die Schulterbreite, wir zeichnen jetzt mal einen Mann, die Schulterbreite ist beim Mann diese Breite auch, die der Körper auch hat.
Ne? Und da zeichne ich jetzt mal hier oben eine Art Trapez hin. So, was hier so ein bisschen schmaler wird nach hier unten. Und schließe das hier auch ab. Das ist der Brustkasten. Und hier unten, ne, hier sehe ich ja jetzt, hier ist die Mitte meines Konstrukts. Das ist auch der Horizont, ne, wo ich drauf schaue. So, nachher, das ist also die Mitte. Da beginnt der Beckenkasten. So, jetzt zeige ich mal ein bisschen so, auch so ein bisschen trapezförmig. Und der endet ungefähr hier. Ne? So, habe ich hier einen Kasten. Und hier in der, ungefähr da, wo der Punkt auch ist, ein bisschen weiter drunter vielleicht, da ist dann der Bauchnabel. Und hier kann ich diese beiden Regionen dann zusammenziehen. Bei der Frau ist es nachher umgekehrt. Wir werden das aber dann gleich sehen. Da ist, sind die Schultern schmaler und das Becken ist breiter. So, dann habe ich hier, mache ich jetzt auch mal nur so pro forma, meine Beine. Ne, das ist also die ganze Distanz für die Beine. Hier unten sind dann die Füße. Wenn man jetzt von diesen Segmenten redet, hier in einem Quadrat, dann im unteren Drittel, dann ist das, nimmt die Füße ein. Und dann in diesem Bereich, ne, wenn man jetzt hier zwei Quadrate nach oben geht, also zwei Köpfe, zwei Kopfhöhen, dann sind hier die Knie. Die Brust deutet sich beim Mann auch hier durch so eine eckige Form an. Kann man vielleicht hier nochmal so ein bisschen. So. Und jetzt kommen, da fehlen auch noch die Arme. Arme sind auch relativ einfach, sich zu merken, wie das funktioniert. Und zwar ist das Gelenk, die Ellenbeuge, hier auf der Höhe des etwas über dem Bauchnabel ungefähr. So, das sind die Ellenbeugen. Da muss ich einfach nur noch hier die Arme so bis dahin zeichnen. Und dann beginnen schon die Unterarme. Und dann habe ich hier die Hände. Die zeige ich einfach mal von der Seite, wie so Fäustlinge. So Daumen hier angedeutet und die Hand. Und der Unterarm, so, der geht dann hier so leicht nach hinten mit den Unterarmmuskeln hinter den Bizeps. Der Bizeps ragt hier so ein bisschen davor. So, jetzt habe ich den Menschen ganz grob vom Aufbau übereinander gesetzt. Interessant ist jetzt noch, was ich euch jetzt noch erzähle. Ich habe jetzt den goldenen Schnitt noch nicht so weit thematisiert, glaube ich. Aber der Bauchnabel, der sitzt in der Gesamthöhe hier auf der Höhe des goldenen Schnitts. Ne? Also der ist um den Faktor 1 zu 1,618 verschoben. Ne? Und also hier oben, das hier ist die Körpermitte. Und dieser goldene Schnitt ist ja uns diese angeborene, dieser ästhetische Grundmaß, was man eben auch so berechnen kann hier. Und genau nach diesem goldenen Schnitt ist übrigens auch die Armlänge aufgeteilt. Das heißt, der Unterarm ist kürzer als der Oberarm, auch um den Faktor 1 zu 1,618. Der Unterschenkel, also das Bein auch, ne? Also da, wo das Knie ist, da ist auch der goldene Schnitt innerhalb des Beins und so. Und da sieht man schon mal, wie wichtig das, dieses Naturprinzip zu sein scheint. Ne? Und wir finden auch alle Bilder, auf denen die Landschaften so fotografiert sind, auch immer am allerbesten und schönsten. Und dann zeichnen wir nämlich jetzt einen ganz wichtigen anderen Faktor des figürlichen Zeichnens. Ich habe die Figur schon so hingestellt. Und zwar, ich versuche das mal hier so auf den Horizont der Kamera zu heben, und zwar in den sogenannten Kontrapost. So, der Kontrapost funktioniert folgendermaßen. Wir sehen es hier an unserem Modell. Wenn ein Mensch bequem steht als Modell, zum Beispiel beim Aktzeichnen oder so, dann wird die Person, die Frau in dem Fall, das so machen, dass sie sich ein Standbein aussucht. Das ist in dem Fall hier dieses hier. Und dann hat sie das andere Bein so ein bisschen entspannt. Es ist dann das Spielbein, das sogenannte. Und dann
kippt das Becken zur Seite runter und der Oberkörper macht eine Gegenbewegung dazu. Um das dann, damit man nicht umkippt, ganz einfach, ne? So, und der Kopf macht dann auch noch eine kleine Gegenbewegung und die Arme legen sich dann hier bequem, hier vielleicht an die Hüfte, die Hand, und dann der andere hängt dann einfach so runter. So, ich versuche das jetzt mal so mit dem Modell bildhaft zu erklären. Wir zeichnen jetzt wieder eine Symmetrieachse. Und wir machen das jetzt einfach mal so wie eben, Unterteilung des gesamten Körpers. Übrigens, die alten Griechen hatten da den Ägyptern schon mal was voraus. Die Ägypter haben nämlich alles immer aufgebaut mit Fäusten. Dann kann man sich vorstellen, wie viele Fäuste das nach oben wurden. Dann war das so eine wackelige Angelegenheit und deshalb stehen die Ägypter auf den Bildern alle so steif da. Also, und die Griechen haben später angefangen mit diesem Achtkopf-Kanon, ne, und die Achtköpfe waren ja wesentlich einfacher zu zeichnen und zu kontrollieren, also diese Höhe. Und da war denen das eben auch möglich, die Figuren auch lässiger dastehen zu lassen. Hier ist wieder mein Horizont, also meine Körpermitte, beziehungsweise Augenlinie, kann man auch sagen. Und jetzt beginne ich mal so, wie ich es erklärt habe. Ich habe also hier meinen Beckenkasten und diesmal, das ist jetzt ein kleiner Unterschied bei der Frau, zeichne ich die Beine etwas kürzer. Und dann liegt das Becken nämlich etwas tiefer und hier so schräg, wie ich es jetzt hinzeichne. Und dann setze ich hier einfach schon mal das Standbein hin, was ich ja hier ganz hervorragend sehe. Ich gehe mal wirklich von der fast der Gesamtbreite hier beim Becken aus, von die ich hier zur Verfügung habe, und ziehe wirklich mal von hier außen die Linie runter. Ne? Man sieht das auch bei der Figur, das passt eigentlich gar nicht schlecht. So, und dann setze ich hier unten schon mal so einen Fuß hin. Man sieht, wie der Fuß da steht. Ich sehe den ja nur von vorne, dann ist der auch relativ klein. Und ihr seht, dass ich alles mit geraden Linien erstmal mache. Sicherheit ist oberstes Gebot in dem Fall. So, und dann hier auch. Jetzt gehe ich so ein bisschen über die Mitte drüber, denn ich habe ja das Lot. Die Figur muss ja schön gerade stehen können. So, hier habe ich, kann ich also hier die Mitte von dem Knie, könnte ich hier so von der Kniescheibe ermitteln. Aber hier ist jetzt die Kniescheibe etwas tiefer, weil ja auch das Bein insgesamt kürzer ist. Frauen haben etwas kürzere Beine als Männer. So, und jetzt hier mein Spielbein. Das darf machen, was es will. Ich mache es mal so, wie es hier, wie die Frau hier auch steht. So, nach hier außen. Und dann geht das Knie, ist insgesamt auch jetzt hier noch ein bisschen tiefer. Und dann kann ich hier auch mal so eine richtige Wadensituation zeichnen, wie das hier eben bei meinem Modell auch ist. Und den Fuß auch so ein bisschen seitlich. So. So. Okay. Füße immer aufpassen, dass man sie nicht zu klein zeichnet. Neigt man immer schnell zu. So, hier mache ich das Knie jetzt, weil es von der Seite ist, mal so ein bisschen dreieckig. Dreieckige Situation. So, das sind die Beine. Und jetzt widme ich mich hier dem Becken. Und zwar ist das Becken in sich immer starr und auch die Wirbelsäule, die damit verbunden ist und so. Und deshalb setze ich jetzt hier im rechten Winkel eine Symmetrieachse ein, ne, das auch dann gleich läuft mit der Wirbelsäule und so. Also hier rechter Winkel. Ne. Und wie eben auch bis, sag ich mal, so ungefähr ein Drittel von so einem Quadrat bis oben hin, läuft jetzt hier auch wieder im rechten Winkel der Abschluss des Beckenkastens. Und ich forme daraus jetzt hier so ein Trapez zeichnerisch. So. Bisschen so ist es ja auch bei der Frau jetzt hier auch. Und nach oben hin ist es jetzt so, hatte ich ja schon gesagt, da macht der Körper eine Gegenbewegung. Hier bei meiner Figur sieht man es jetzt nicht ganz so extrem.
aber so ein bisschen kann man es erahnen. Ich setze jetzt mal hier in einem anderen Winkel die Symmetrieachse des Oberkörpers hin, des Brustkastens. Und jetzt auch wieder im rechten Winkel schließe ich das hier oben ab. Ne? Die Schultern stehen etwas tiefer, ne? Hier als diese Linie, hatte ich ja eben schon gesagt. Ne? Und hier unten hört dann der Brustkasten auf. Und bei der Frau sind die Schultern schmaler als das Becken. Das ist auch ein wichtiger Fakt. Also mal sagen wir, die Schultern sind ungefähr so breit. So. Und dann gehe ich hier runter bis zum Abschluss. So. Und dann kann ich beide Dinge zusammenziehen. Hier, wo die Haut gespannt ist, kann ich eine richtige gerade Linie ziehen. Und hier, man sieht das hier auch so ein bisschen angedeutet, hier so hat man alles gedacht, könnte man auch so eine kleine Quetschung einzeichnen. Hier ist so ein bisschen mehr so. Dann natürlich auch die Brüste. Anders als es jetzt hier ist, oder ich versuche mal so ein bisschen so ein Mittelding, die Brüste müssen natürlich dann auch mit diesen Achsen, mit diesen beiden Achsen mitlaufen. So, und dann setzt man hier einfach erstmal so Kreise hin, von denen man später dann natürlich nur den unteren Teil betont. Brustwarzen liegen meistens etwas weiter außen. So, dann den Bauchnabel hatte ich noch vergessen. Hier, wenn ich jetzt diese Mittelachse, nennt man auch Linea alba, eine weiße Linie aus Bindegewebe, wie man beim Leichensezieren in der Renaissance entdeckt hat. So, da drauf liegt der Bauchnabel. Hier oben ist jetzt der Kopf. Ich sehe, habe ja eine Bewegung nach hier, links, rechts oben, dann nach links oben und jetzt beim Kopf wieder eher so gerade bis rechts oben, würde ich mal sagen. Dann mein Kopf wieder oben zwei Drittel und die Hälfte zusammenziehen als ein Kopf. Und dann den Hals hier unten dran setzen. Und dann sieht man auch bei meiner Figur so angedeutet, die Schultermuskeln laufen hinten so ein bisschen hoch. Ne? Der Kopf sitzt, also der Hals sitzt also wie eine Art Schornstein hier. Da und hier bei der Figur sieht man auch, sind dann die Schlüsselbeine angedeutet und so. Ja, dann hängt hier die Hand so ein bisschen unmotiviert rum. Könnte man auch hier so machen, dass die Hand sich hier richtig mit den einzelnen Fingern drauflegt. So. Dann, hier jetzt ganz interessant, ist der Arm so aufgestützt bei dem Modell, dass man die Ellenbogenbeuge hier oben neben der Brust sieht. Und dann sieht man den Arm hier oben verkürzt nach hinten laufen und hier unten ist jetzt der Unterarm relativ dominant drumherum laufen. So, bei der anderen Hand sieht es jetzt so aus. So, und jetzt verbinde ich das hier auch Oberarm und hier kommt dann der Unterarm drumherum. Ich zeichne das nachher noch ein bisschen schöner. So, okay. Das ist jetzt einfach erstmal der grobe Aufbau. Dann die Binnenstrukturen sind relativ wichtig. Wie man sieht, hier spielt sich hier auch innerhalb des Bauches so ein bisschen was ab. Und dann hat man hier die sogenannte Mandoline. Das ist keine so eine runde Mandoline, so eine neapolitanische, sondern eher so eine Renaissance-Mandoline, die hier unten und oben so abgerundet ist und dann hier so nach innen konkav reingeht. Ne, so. Dann sind hier die Rippenbögen, ne, sieht man hier nicht so, aber bei unserem männlichen Modell, den ich dann gleich noch dazu hole, da sieht man es. Ja, dann hat man hier auch so in der Richtung den Schneidermuskel, hier sieht man jetzt nicht so. So, und jetzt Binnenstrukturen sind auch hier die Muskeln so ein bisschen angedeutet, hatte ich ja schon gesagt, Bizeps ist hier. Dann ist hier oben auch so ein bisschen der Schultermuskel. Das sieht man auch so ein bisschen. Und dann auch hier die
Oberschenkelmuskulatur vielleicht auch so ein bisschen mehr rausgearbeitet. Und jetzt hier sieht man sogar auch beim Modell so ein bisschen die Wade. Gehe ich da auch nochmal drauf ein. Dann sind hier die Knöchel. Der innere Knöchel liegt immer etwas höher als der äußere Knöchel. Dann hier auch Knöchel. Dann habe ich hier so die Oberschenkel, hatte ich schon gesagt. Ja, jetzt fängt es nämlich an mit der Räumlichkeit. Jetzt kann ich nämlich zeigen, dass hier mein Arm räumlich nach hinten geht. Und zwar, indem ich Ellipsen, als wir die Röhren und diese zylindrischen Gefäße gezeichnet haben, würde ich jetzt hier wie bei einer Ritterrüstung sagen, ich kann hier hohl in den Arm reinschauen und kann hier so Ellipsen drumlegen. Das kann zum Beispiel sein, wenn derjenige Schmuck anhat oder eine Tätowierung oder hat vielleicht doch ein T-Shirt an oder so, dann kann ich das hervorragend so machen. Oder hier jetzt nach hinten schaue ich jetzt in die Röhre rein. Ne, könnte eine Armbanduhr sein oder auch hier so ein Pulloverärmel oder sowas. Ne, so kann ich dann hier meine elliptischen Strukturen drüber setzen und kann dann richtig jetzt räumlich hier reinschauen. Hier ist es jetzt eher so, dass ich ja von unten schaue. Hier ist ja meine Augenlinie und jetzt würde ich den gesamten Arm eher auch so von unten ansehen. Aber hier ist die Räumlichkeit ja relativ egal. Ne? Wichtiger wird es jetzt hier unten bei den Beinen. Man sieht hier, seht ihr vielleicht nicht so, aber hier, das steht so ein bisschen nach vorne und das andere Bein steht so ein bisschen nach hinten. Also hier schaue ich auf das Bein drauf und könnte jetzt hier meine elliptischen Strukturen so drüber setzen. Beim Knie hatte ich noch vergessen zu sagen, das ist ja eine Knochenform, also richtig konkav. Da zeichne ich nochmal eine richtige Kante ein. Und auch hier ein Schienbein nochmal vorne dran. Sieht man jetzt bei meiner Figur jetzt nicht so deutlich, aber ich mache es hier einfach mal. So, und da sieht man jetzt auch durch die elliptische Struktur, dass ich richtig nach unten schauen kann. Am Bein runter wäre hier auch so ein Hosensaum, würde sich ja auch so darstellen. Ne, bei dem anderen Bein ist das vielleicht sogar noch extremer jetzt, weil das hier so nach vorne kommt. Und ab hier kann das so sein, dass ich hier schon wieder fast in so eine Röhre hineinschaue. Je nachdem, wie weit das nach vorne ragt oder wo ich stehe. Dann ist hier noch wichtig, das sehen wir bei der Figur ganz hervorragend, eine Licht-Schatten-Situation vielleicht einzufügen. Und die kann ich mit meinen Binnenstrukturen so ein bisschen verbinden, hier unten am Bauch und so. Ich versuche das einfach mal hier, wie ich es in Wirklichkeit sehe, so ein bisschen nachzuzeichnen. So, und jetzt schraffiere ich das mal so durch. So, das ist also jetzt der klassische Kontrapost. Und durch diese Schraffur, seht ihr, bekomme ich gleich nochmal so eine Räumlichkeit. Also die Figur sieht jetzt schon richtig real aus. Na, wenn die jetzt auf dem Boden stehen würde, hätte man hier auch sowieso einen leichten Schlagschatten noch, den man sehen würde am Boden. Wenn ich jetzt eine sitzende Pose habe, nehmen wir das Blatt auch mal weg, wenn ich eine sitzende Pose habe, dann ist ja diese Verteilung der Proportionen praktisch aufgehoben. Dann kann ich mich ja da gar nicht mehr so toll orientieren. Dieses grobe Konstrukt dieser Proportionen, die ich eben gezeigt habe, das nützt uns jetzt erstmal nur in dem Aspekt, dass wir die Proportionen so ein bisschen auswendig wissen, ne, wie lang so ein Oberschenkel ist, wie lang der Oberkörper ist, wie klein der Kopf ist. Also hier bei dem Modell ist der Kopf, muss ich zugeben, sehr klein. Aber es sind schon ungefähr hier auch so 8 Köpfe, ne, auch wenn der Kopf so winzig aussieht. So, und wenn ich so beginne, das ist immer so mein Trick, auch beim Aktzeichnen oder so, ich setze erstmal eine grobe Kontur hin. Ich gehe immer vom Groben zum Feinen, wo ich die Figur hinsetzen möchte auf mein Blatt. Das ist ja ungefähr so eine kompakte Form. Ne, dann kann ich jetzt hier mal sagen, meine Zeichnung hat so jetzt die Größe. Ihr könnt es ein bisschen größer machen, wenn ihr wollt. Und wird sich jetzt hier so platzieren. Ne, also damit ich jetzt schon mal weiß, dass ich jetzt die Füße auch noch drauf bekomme und so. Ne, das ist dann ganz wichtig. So, jetzt würde ich hier so beginnen,
dass ich mir die Figur mal anschaue und beginne zu messen. Das ist ein sehr markanter und schau mir erstmal übergeordnete, sehr markante Formen an. Zum Beispiel stelle ich mir mal vor, wie hier die Wirbelsäule geformt ist. Ich kann das so ein bisschen hier an der Linea alba, die man hier auch durch die Muskeln sehr gut sieht, kann man das auch ganz gut sehen, dass hier, wo ich den Stift jetzt lang führe, hier so eine Kurve zu entstehen scheint. Das sieht so günstig aus, aber als Kurve zu zeichnen, aber ich würde das erstmal auch nicht empfehlen, sondern würde erstmal sagen, man versucht das erstmal in gerade Segmente aufzuteilen. Ich lege mal meinen Bleistift hier so an, vom Kopf bis zum über die Brust und schaue mal, wo ich da eine gerade Linie erkennen könnte. Das ist dann ungefähr so ein Winkel. Und diesen Winkel übertrage ich jetzt so auf mein Blatt. So, wo hier oben mutmaßlich der Kopf hinkommt. Das ist jetzt diese Form. Und dann habe ich noch, dann schaue ich mal weiter, was kann ich weiter für markante Regionen hier zeichnen. So, dann hätte ich ja zum Beispiel, wenn ich das jetzt aufteile, dann sehe ich, wenn ich jetzt mal so messe, der Bereich vom Scheitel bis zum Knie, der geht, ist so lang und der ist größer als bis der Teil bis hier unten zum Fuß. Ich würde jetzt mal den Fuß nochmal ausmessen und nehme den Fuß hier, meinen Daumen als Messeinheit und die Spitze vom Bleistift und gehe nochmal hoch hier bis zum Knie und dann komme ich ungefähr bis zum Auge. Also, so, lange Rede, kurzen Sinn. Ich sage mal hier, dieser Bereich, wenn ich jetzt sage, das wäre jetzt hier die Mitte, ja, liegt hier unterhalb so ein bisschen dieses Knie, ne, und dann wäre das hier so diese Distanz, die ich hier schon hier markiert habe, geht dann ungefähr bis hier, mache ich mir mal eine Markierung hin. So. So. Und ne, das wäre jetzt, also die, hatte ich ja gesagt, so ungefähr die Höhe der Augen, ist der Kopf zu Ende. Das kann ich mir mal schon mal so grob vormarkieren. Ich kann auch schon mal hier so eine Art Schädel hinsetzen. Kann man zum Beispiel so machen, mache ich immer ganz gerne. Man sieht ja hier diese hintere Region des Kopfes, ist so ähnlich wie letztes Mal unser Porträtzeichenschema im Profil. Und dann setze ich hier einfach das Gesicht nochmal mit so einer geraden Kontur gegen. So, und hier eine Kiefer nochmal andeuten. Dann habe ich ja schon im Grunde ungefähr den Kopf. So, damit ich weiß, wie hoch ich jetzt dann gehen darf beim Zeichnen und so. Und hier unten sind dann die Füße. Und dann kann man auch immer mal überprüfen, wenn man jetzt hier so mit einem senkrechten Bleistift drüber geht, wo steht denn hier der Fuß zum Kopf? Und dann sehe ich hier schon mal, dass hier so im hinteren Bereich des Kopfes, wenn ich jetzt hier runter gehe, da platziere ich dann den Fuß, den ich jetzt hier einfach mal so als grobes Dreieck hinpflanze. So, ja, vielleicht ein bisschen doch hier so rüber. Erstmal ganz zart alles zeichnen. So, dann hatte ich ja gesagt, so unterhalb dieser Mitte sitzen jetzt die Knie. Und jetzt, und etwas unterhalb der Mitte, dass Mitte so ein bisschen durchlaufen wird, jetzt habe ich hier beide Knie, also diese Linie so ein bisschen hier gezeichnet. So, ich setze aber noch keine Punkte. Das lasse ich mir alles noch erstmal so ein bisschen offen. Was auch jetzt mir immer deutlicher wird, also man fängt dann an, mit der Figur zu kommunizieren und sieht alles immer deutlicher, dass zum Beispiel auch hier das Schienbein, was hier so verkürzt nach hinten geht, geht ja auch fast gerade hoch dann bis zum Kopf. Also kann ich also hier schon also ungefähr den Fußknochen hinsetzen und kann hier das Schienbein erstmal in so eine gerade Linie setzen. Das geht bis hier. Und da ist jetzt auf dieser Linie auch der Punkt fürs Knie. Ne, und das, so, und jetzt versuche ich mal das andere Knie auch zu zeichnen. Und jetzt kommt noch so ein Spezialtrick. Ich
messe jetzt mal diese Distanz von dem Fußknöchel bis zum Knie. Das heißt jetzt, das Schienbein ist immer starr. Das kann ich immer hervorragend zum Messen benutzen. Das bewegen die Modelle meistens auch nicht so. Das ist so viel von der Distanz. Und jetzt gehe ich mal in die Breite und messe mal, wie viel Abstand das bis zu diesem Knie ist. Und das ist ungefähr die gleiche Breite oder vielleicht ein bisschen weniger. Ich nehme jetzt mal hier diese Distanz auch bei meiner Zeichnung und dann gehe ich nach hier. So. Und da setze ich jetzt das andere Knie hin. Na, stimmt ungefähr, sieht man schon so, dass das ungefähr stimmen muss. Und jetzt durch diese drei Punkte habe ich schon sowas auf meinem Blatt wie Sternbilder. Ja, zum Beispiel sehe ich ja auch, dass der andere Fußknöchel direkt neben dem hier unten liegt und kann einfach vom Knie jetzt hier das Schienbein so runterziehen. Ja, und da habe ich jetzt hier den Fuß, den ich jetzt mal so, ich zeichne ungefähr, wie er hier so ist. Ja, hier so, dass der hier so mit den Zehen aufsteht. Ganz primitiv. So. Hier stehen die Zehen bis hier vorne. So, aber wichtig ist jetzt, dass ich sage immer, da entstehen wie Sternbilder. Ne, seht ihr das, dass dieses Verhältnis, was ich jetzt hier zueinander sehe, das muss ich ungefähr hier auch sehen. Ja, so. Und jetzt ist eben auch hier schwierig, dass ich den Oberschenkelknochen gar nicht sehe. Das ist aber oft so, wenn ihr Modell abzeichnet, habt ihr das Problem, dass ihr die räumlichen Verkürzungen so seht, das ist ganz schwierig zu zeichnen und dem muss man einfach Herr werden mit ganz mit ganz rationalen Mitteln. Ne, zum Beispiel sehe ich, dass das Becken jetzt von dem Mann, das geht jetzt hier, wenn ich jetzt mit dem Bleistift hier, es geht so ein bisschen rüber, also so eine Fußbreite von dem Fuß hier unten weg. Ne, da würde ich sagen, beginnt hier das Becken. So, das tue ich noch ein bisschen mehr, so. Und das Becken endet hier, da wo ungefähr das Knie sitzt. Wenn man das so denkt vom Wissen her, macht man es meistens falsch, weil man dann sagt, ja, das kann ja gar nicht sein, wenn das dahinter sitzt, dann muss das irgendwie ganz anders positioniert sein. So, und jetzt zeichne ich mal hier, das habe ich ja eben gelernt beim Achtkopfkanon, dieses Trapez für das Becken. Das Becken endet unterhalb der Knie, in dem Fall hier so und oberhalb so. Das ist jetzt erstmal nur so eine ungefähr auf, ja, so unterhalb der Körpermitte vielleicht sogar. So, da wo ungefähr dieses Knie sitzt. Und jetzt kann ich hier was ich jetzt nicht hier sehe, die Hüftgelenke, zeichne ich jetzt einfach mal so als Markerpunkt hier ein und kann diesen nach hinten räumlich verkürzten Knochen so andeuten. Und hier mache ich das auch mal. Da sehe ich ja den Oberschenkel schon ein bisschen eher. Und jetzt sieht man an meiner Strichmännchenfigur, wie der Mann hier sitzt. Also wie die Beine dann sich so darstellen. Jetzt sehe ich bei dem Becken hier, wenn ich hier die Symmetrieachse, wie ich es eben gemacht habe, einfüge, gerade, das geht ja hier hoch. Und jetzt sehe ich, nämlich, dass hier so eine Diskrepanz entsteht zwischen dem Oberkörper und, ne, also hier diese beiden Linien, die sind jetzt nicht, da muss jetzt eine Kurve her. Aber ich mache es jetzt so, hier unten habe ich das ja hier so im rechten Winkel zum Becken und hier oben setze ich jetzt mal die Schultern hin. Na, ich setze ja so ein Muskelpaket hier, ich setze die Schultern oder den Oberkörperbrustkasten jetzt mal so ein bisschen weiter runter. So, die Breite der Schultern ist jetzt auch zu beachten. Das ist jetzt, ich gehe mal hier so, ich muss das alles nochmal überprüfen, ist das A und O. Wenn ich jetzt hier so rangehe bis ans Becken, dann sehe ich, dass selbst in dieser gebeugten Haltung diese breiten Schultern bis dahin auch gehen. So, jetzt mit meinem Trapez gehe ich jetzt hier so rein und hier sieht man auch, geht es dann mehr rein, sehe ich hier an der Brust, eben so, dass hier ein symmetrisches Trapez entsteht hier im rechten Winkel hier und dass das hier sieht es ein bisschen komisch aus, weil die Brust ist die Unterbrechung des Oberkörpers, aber wir müssen eigentlich ein bisschen weiter runtergehen, so, ne, da sieht man jetzt, hier ist jetzt
dann das Trapez, was so verläuft und das, was so, und das trifft sich hier. Und hier müsste jetzt theoretisch dann auch so eine Quetschung entstehen und hier eine Spannung. So, Brustmuskeln sehen wir auch gleich, ist ja ungefähr hier so auf der Mitte. Ne, kann man hier so erstmal so als grobe Hilfslinie einzeichnen. Interessant ist jetzt ja hier, dass die Linea alba auch perspektivisch im Halbprofil so ein bisschen versetzt ist. Ne? Also dass ich jetzt wirklich sehe, jetzt kann ich schon ein bisschen konkreter zeichnen, dass hier diese mittlere Symmetrieachse vorne dann auch so über den Körper verläuft ungefähr. Ne? Also dass hier jetzt der Bauchnabel in der Höhe sitzt. So, dann machen wir hier oben weiter. Da habe ich dann natürlich meinen Hals und hier ganz massiv bei unserem Modell die Nackenmuskulatur. So, wie geht es jetzt mit den Armen? Ne, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Volumen für die Beine, glaube ich, damit ich die Hände platzieren kann. Ich zeichne also jetzt hier unten die Wade. Ihr seht, dass ich jetzt schon so sicher bin mit meinen Proportionen, dass ich jetzt einfach die Wade hier völlig authentisch einzeichnen kann. Hier das Schienbein, da ist weniger Fleisch, dann geht das so. Dann kommt hier das Knie, hier ist es rund, aber eher als eckige Konstruktion zeichnen. Und hier ist der Oberschenkel, der ist richtig so fleischig, muskulös, läuft hier bis hierhin runter. Hier sehe ich noch ein bisschen vom Hintern. So, hier ist der Unterschenkel, schön. Ne? Wenn ich jetzt eben diese räumliche Verkürzung darstellen möchte, dann zeichne ich hier meine Hilfsellipsen ein. Ne? Und dann sieht man sofort, sieht das optisch so aus, als würde der Unterschenkel so nach hinten verlaufen. Hier auch die Zehen, Fuß kann ich auch so ein bisschen so mit so einer Ellipse versehen. Und jetzt hier den Oberschenkel versehe ich jetzt auch mit solchen Ellipsen. So. Und dann läuft er auch schön nach hinten, räumlich. Der andere jetzt auch, hier sehe ich das Schienbein ja auch relativ gerade, bis hier oben hin. Und dann die Wade, muskulös hier rausgearbeitet. Und hier jetzt das Knie, würde ich jetzt hier als so eine Dreiecksform schematisch darstellen. So, dann hier. Der Oberschenkel läuft ja jetzt hier über das Becken optisch drüber, endet hier am anderen Knie und hier unten läuft es dann so entlang. So. Und da kann ich es genauso machen, da schaue ich ja auch so ein bisschen drauf. Hier wäre das Fußgewölbe, hier ist dann nach vorne hier so ein bisschen so eine Ellipse für die Füße. Dann hier, ne, hier auch wieder mit meinen Ellipsen. Perspektivisch läuft der Oberschenkel nach hinten, aber nicht ganz so extrem wie der. Ne, deshalb ist der so ein bisschen länger. Und auch bei meinem, ne, das ist ja der Unterschenkel und jetzt bei meinem Oberschenkel auch. So. Dann kann ich endlich die Hände platzieren. Hier macht er ja so eine Faust. Naja, ist nicht so schön, aber ich setze hier auch einfach mal jetzt sowas hin, ne, was das so symbolisieren soll mit dem Handgelenk. Ich sehe ja jetzt schon, dass das innerhalb der Kontur des Körpers liegt, das Handgelenk. Deshalb habe ich ja so präzise vorgezeichnet. Dann ist hier das Schultergelenk. So, also ist ein Trick von mir, ne, ist immer die Hände zuerst zu zeichnen, weil dann kann ich immer schön ausgeglichen den Ellbogen dazwischen setzen. So, und hier messe ich auch nochmal, wie ist der Winkel des Oberarms? Der ist so. Dann setze ich den auch genau so hier hin. So. Und der Winkel des Unterarms, der ist ungefähr so. Und dann setze ich den auch genau so dahin. Machen wir erstmal gar keine Gedanken über die korrekten Proportionen und so. Sondern sehe jetzt, dass hier der Ellbogen sitzt. Und das ist auch, wie ich das gesagt hatte, dass hier der Bauchnabel auf der Höhe ist. Und so, und jetzt, und da fügt sich eins zum anderen. Ich sehe jetzt auch, dass der andere Ellbogen auf der Höhe der Faust sitzt. Ne? Also hier ungefähr. So, und dann, und jetzt ist natürlich total kompliziert. Da sitzt jetzt hier bis zu, bisschen zum Kinn.
die Faust. Hier ist dann das Handgelenk hier. Und jetzt brauche ich ja einfach nur noch diese beiden verbinden. Ich kann den Winkel nochmal überprüfen. Immer ruhig nochmal alles überprüfen. So. Okay. Und den Oberarm sehe ich ja im Prinzip gar nicht. Und jetzt zeichne ich hier die Außenkontur mal drumherum. So, das ist ja der dicke Arm der Bursche. So, und dann hier beim Unterarm auch. Erstmal so gerade Linien, ganz schematisch. Wir versuchen das gleich dann so ein bisschen alles noch zu gestalten. So, und hier der Unterarm ist hier zum Ellbogen. So, und jetzt arbeite ich wieder mit meinen Ellipsen. Gehe mit meinen Ellipsen hier mal so entlang, ne, dass der Arm als Röhre nach hinten geht. Hier brauche ich vielleicht gar keine. Der liegt so plan. Hier vielleicht so ein bisschen, dass ich sehe, der geht so ein bisschen nach hinten. Und jetzt hier vielleicht beim Kopf, weiß nicht. Nee. Aber hier beim Kopf würde ich auf alle Fälle hier in der Mitte mal konkret die Augenlinie einzeichnen und vielleicht so eine schematische Nase und vielleicht so einen Spalt für den Mund. So. Und ja, jetzt habe ich eigentlich schon eine ganze Menge gemacht. Von der Brust könnte man jetzt noch mal ein bisschen, da habe ich ja gesagt, hier ist die eigentliche Symmetrie hier vorne. Und hier sieht man dann auch mordsmäßige Bauchmuskeln. Das, was ich vorhin als Mandoline erklärt habe, ist hier so ein bisschen in der gefalteten Form natürlich. Hier kann man vielleicht so ein bisschen sehen, dass hier sich die Rippen mit den Sägemuskeln abwechseln. Das ist immer ganz schwierig zu erkennen. Das sind dann solche Strukturen, die man dann sieht. So, okay, das habe ich jetzt hier und jetzt, ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen naturalistischer nachzuzeichnen. Diese geht jetzt nochmal richtig auf die Details ein. Hier oben die Schultermuskeln, dann den Bizeps. Ihr seht, dass ich jetzt erst anfange, die Geschichte abzurunden und das reicht völlig aus. Meine Sicherheit durch die geraden Linien am Anfang ist durch nichts zu ersetzen. So ein Ohr hat er auch hier, so ein kleines angedeutetes. So, hier die Finger so ein bisschen. So, so. Na, das sitzt da doch ganz gut da. Hier unten so ein bisschen so ein Schlagschatten hin, dass sich das so andeutet. Vielleicht sitzt da irgendwo drauf. So. Und dann kann man hier auch hervorragend dargestellt auch den Körperschatten zeichnen. Und ich würde euch raten, immer auch den als richtige Kontur anzudeuten, denn schaut mal hier, vielleicht könnt ihr das erkennen, bei dem Oberarm, da sieht man jetzt hier die dritte Kontur und die ist hier am dunkelsten, hier im Zentrum des Muskels. Hier außen wird es dann nämlich erstmal wieder hell. Das ist hier auch so, hier kann man es nur nicht so genau erkennen, weil hier die Helligkeit des Blattes so stark ist oder hier am Kopf auch, aber hier kann man es ganz gut erkennen. Hier nach außen ist das Sekundärlicht und scheint nochmal in die andere Richtung dagegen. Jetzt zeige ich euch nochmal als krönenden Abschluss des Ganzen, wie man nämlich wirklich zeichnerisch an sowas rangehen würde. Das ist jetzt hier die sichere Variante. Und wenn man jetzt im Zeichensaal sitzt und soll sowas abzeichnen, da hat man manchmal gar nicht so die Zeit, das jetzt so langwierig aufzubauen. Ne? Vielleicht sind das nur so ganz kurze Posen, die angesagt sind. Ich zeichne jetzt erstmal wieder meinen Platzhalter vor. Den mache ich auf alle Fälle. So. Der Platzhalter. Da soll meine Figur sein. Und jetzt beginne ich ungefähr jetzt das so ein bisschen zu kritzeln, so emotional aufzubauen. Ne? Also jetzt weiß ich schon, also ich hätte jetzt auch die Zeichnung vorher nicht gemacht und würde ganz fremd dieses Modell zeichnen. Würde jetzt einfach hier so ein bisschen rumkritzeln, am Kopf anfangen, dann kommt hier der Oberkörper irgendwo,
Dann gehe ich aber schon mal hier zu den Füßen hin und ja, jetzt seht ihr schon, ich mache so ein bisschen das, was ich eben auch gemacht habe, aber versuche jetzt eher emotional mich dem Ganzen erstmal anzunähern. So. Das ist eine ganz gute Methode, damit die Figur dann nachher auch so eine Natürlichkeit hat. Na, eben das war ja so ein bisschen robotermäßig streng, was ich gezeichnet hatte. So, aber jetzt sieht man schon ungefähr, was ich zeichnen möchte. Ja, so, hier ist dann. Ich mache das jetzt erstmal ohne zu messen. Jetzt zeichne ich ihm auch mal was, wo er drauf sitzen kann, vielleicht dann später. So. Ja, aber jetzt kann man schon ungefähr erahnen, auch als Außenstehender, der das nicht sieht, was ich hier vielleicht zeichnen möchte. Es ist irgendwie ein Typ, der da sitzt. Ne? Irgendwie eine Figur, Mann oder kann auch eine Frau sein. Und jetzt beginne ich kritischer hinzuschauen. Jetzt gehe ich von meinem funktionalen Verständnis ran und sehe zum Beispiel, kann schon mal Vergleiche anstellen. Hier habe ich ja den Kopf ungefähr hin platziert. Der Kopf, wie ich den jetzt hier angelegt habe, ist vielleicht ein bisschen groß. Ich verkleinere den ein bisschen so. Dann liegen die Schultern mit den ganzen Muskeln vielleicht auch ein bisschen höher. Und die Knie und das alles sitzt vielleicht. Ja, das sitzt hier schon ganz gut hier, wo ich das so ungefähr hingekritzelt habe. Dann habe ich hier diesen Bereich des Oberkörpers, den Brustkasten. Den kann ich hier schon mal so ein bisschen konkretisieren wieder. Dann ist hier unten dann irgendwo das der Beckenkasten. So, da gehe ich vielleicht aber gar nicht jetzt so genau drauf ein. Ne, versuche jetzt hier schon mal, kritzel hier schon mal so ein bisschen bei dem Arm rum. Hier ist dann meine Faust. So, und jetzt kann ich schon mal so ein bisschen messen, damit ich keine falschen Dinge mache. Ich messe jetzt mal hier, ist vielleicht eine andere Herangehensweise mal ganz interessant, den Abstand vom Kopf bis zur Faust. So, und messe jetzt mal, wie weit das bis zum, von der Faust bis zum Fuß ist. Da sehe ich nämlich, dass das die gleiche Distanz ist. Und das versuche ich hier auch mal so umzusetzen. Hier ist meine Hand, Kopfende ungefähr. Und jetzt gehe ich runter zum Fuß. Ja, da sehe ich nämlich, dass ein ganz schönes Stück ist. So, der Fuß sitzt ja, wie ich gelernt habe, hier in unserem Fall so ein bisschen unterm Kopf. So, setze ich auch wieder hier so als so ein kleines Quadrat hin. Und die Hand habe ich jetzt hier vom Gefühl her ein bisschen zu weit nach rechts gezeichnet. Die Faust muss so ein bisschen weiter hier rüber. Wie wahrscheinlich, ja, das Kinn sitzt eigentlich hier so ganz, das Knie sitzt hier eigentlich ganz gut. Das andere Knie in der Position. Jetzt nutze ich wieder meinen Blick für diese sogenannten Sternbilder, also dass ich wieder ungefähr diese Figur hier mit reinbekomme, ne, die ich hier auch so sehe, so eine Art auch Trapez oder Rechteck, ne, die ich dann hier so zeichnen könnte. Hier ist das andere Fußgelenk. So, 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 so. Ne, und jetzt seht das jetzt, sieht das Ganze nicht mehr so streng aus, weil ich das nicht mehr mit so ganz viel geraden Hilfslinien und so zeichne. Die denke ich mir aber größtenteils. Die sind in meinem Kopf, liegen die da drunter. So, hier dann der Kieferkopf, Symmetrieachse vom Gesicht so ein bisschen. Ne, so. Dann zeichne ich hier auch gleich mal der Hals. Den hatte ich hier eben gar nicht so explizit gezeichnet. Dann hier diese Brustmuskelsache. Ne, liegen hier, sehe ich dann zum Beispiel, die Brustmuskeln liegen ungefähr in der Hälfte zwischen der Faust und der Faust. Ne, also mache ich das doch einfach so. Und auf der Höhe der Faust liegt der Ellbogen hier. Der liegt wiederum etwas weiter links vom Knie. So. Und so, ja, und jetzt, wenn ich das soweit habe, komme ich zu einem anderen tollen Trick. Ich könnte das ja jetzt so machen und zeichne einfach die Kontur der Figur mir so auf. Aber jetzt mache ich das mal so, dass ich mich nicht nach der
gedachten Außenkontur der Figur richte, sondern nach den negativen Formen, die zwischen der Figur oder um die Figur außenrum liegen. Zum Beispiel sehe ich hier bei den Füßen schon mal eine ganz hervorragende Form, die ungefähr so aussieht. Ihr werdet das wiedererkennen, ich bin mir ganz sicher. Das ist so, wie wenn man auf einer Landkarte Afrika sieht und weiß genau, dass das Afrika ist. So. Dann so und dann ungefähr so. So. Ne, also das ist jetzt diese Form, die ich jetzt versucht habe, so ein bisschen so nachzuahmen. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Form hier. Ne? Da sage ich mal, das funktioniert jetzt so. Das ist hier so eine Art Spitze. Das sind jetzt so die geheimsten Tricks der Zeichner. Natürlich hat jetzt ein echter Mensch keine solchen Kanten wie hier meine Plastikfigur. So, aber ich übernehme das einfach mal hier so ungefähr. So, jetzt kommt hier am Hintern dieser Bereich, der so hoch geht. Dann kommt hier der noch ein bisschen vom Becken. Und jetzt kommt hier der Unterarm. Ne? Denn der kommt jetzt hier so. Ungefähr, ja, kommt hin. So, jetzt bekomme ich hier so eine Form. Und noch besser sieht man das, wenn ich das jetzt die Figur in so einen Kasten reinsetze und mal richtig eng das Ganze abschließe, hier unten auch, dann könnt ihr das richtig erkennen, dass hier solche Formen entstehen, ne, so und so. Hier jetzt auch. Ne, hier läuft jetzt wieder diese Schienbeinsituation hier so schräg runter. Und dann hier beim Fuß jetzt hier so. Und dann bekäme ich dann so eine Form. Und jetzt hier oberhalb vom, oder hier am Oberarm, ne, sehe ich jetzt, dass der Trizeps hier so richtig raussteht. Ne, da zeichne ich hier auch so außenrum. Und jetzt kommt hier oben diese Schultersituation, geht hier ran bis zum Hals. Und dann sehe ich hier so eine kleine Ecke Hals und dann kommt hier der Schädel bis hier oben hin. Und dann seht ihr auch hier, sehe ich ja auch hier wie so eine kleine Spitze hier, die so sich rausformt. Und die erkenne ich jetzt hier auch wieder so. Und gibt dann hier so eine Form. Wäre natürlich toll, wenn ich hier auch noch so eine Form so drumlegen könnte, aber ich kann das ja so machen. Indem ich hier einfach meinen Stift dann immer mal so anlege. Die Kopfkontur zeige ich einfach mal so mehr oder weniger rund. Ne, dann sehe ich hier die Schulter von dem anderen Arm. Läuft hier so. Ja, kann ruhig noch ein bisschen breiter sein, glaube ich. Ne. Läuft hier so runter. Dann so ein bisschen hier so rein. Und dann komme ich hier zum Knie. So, geht dann hier so rum. Und jetzt seht ihr, dass die Figur schon so da sitzt. Jetzt habe ich hier noch einen ganz interessanten inneren Bereich. Mal gucken, ob ich den auch so hinbekomme. So, das ist ungefähr so eine Form. Ganz fein deutet sich das hier wie so eine Spitze an. Ne? Also so ein bisschen kann man das jetzt hier erkennen. Diese helle Form, die hier ist, die habe ich jetzt hier so rausgeschnitten. Ne? Und so sitzt er jetzt da. Und jetzt kann ich wieder andersrum arbeiten. Jetzt arbeite ich wieder von meinen inneren Strukturen. Jetzt habe ich ja die Außenkontur relativ konkret dargestellt. So, jetzt habe ich hier meine Faust wieder, ne? So wie ich das vorhin auch gemacht hatte. Dann habe ich hier jetzt den Unterarm. Das ist ja jetzt die eigentliche Kontur, ist ja der Unterarm und nicht der Oberarm, den ich ja gar nicht so richtig sehe. Ne, hier unten ist jetzt die Kontur des Oberschenkels bis zum Knie. Dann hier, ne, jetzt sehe ich auch,
dadurch, durch diese Binnenstrukturen, sehe ich ja eigentlich die Räumlichkeit erst, ne? Jetzt kommt hier das Knie wieder nach vorne. Ne? Wenn ich das nicht so richtig sehe, würde ich es trotzdem immer versuchen, schön eckig zu zeichnen. So, hier das Schienbein jetzt hier so runter. Dann hier auch die Kontur vom Oberschenkel. Und hier kommt jetzt die Kontur der Wade rundherum. So. Und hier jetzt die andere Wade bis hier. So. Ja, das Knie ist ruhig ein bisschen höher. Der Fuß, jetzt der Knöchel. Man kann es jetzt hier an der Puppe jetzt nicht so im Detail sehen, weil es ist ja nur Plastik, so Plastikgelenke. Aber ich zeichne es mal so ein bisschen, wie es in Wirklichkeit vielleicht auch wäre, hier mit den Knöcheln. Und dann kommt hier die Faust, die hier so liegt, wo ich auch ein bisschen eckig zeichnen, wie so eine Faust dann auch da aussieht. Dann hier der Arm kann ruhig hier so ein bisschen noch weiter nach hier, habe ich ein bisschen sehr kurz gezeichnet vielleicht. So. Ja, ruhig hier nochmal die... Also wenn man sowas sieht, so kleine Fehler, ruhig nochmal ein bisschen nachbessern. Man sieht ja auch hier, dass hier eigentlich ein Kopf noch hier so daneben passen würde, wirklich. Ne, hier so in der ganzen Distanz. Ruhig die Schulter nochmal nach hier erweitern. So. Dann... So. So, sieht fast aus wie so eine Superheldenfigur jetzt. Ne? So ungefähr werden die auch dann immer gezeichnet in den Comics. So, hier jetzt ein bisschen Nase andeuten. Aber was auffällt, ist, dass zu dem Bild eben das eine ganz andere Natürlichkeit bekommt. Ne? Es ist eine ganz andere Ästhetik. Beides zusammen ist dann vielleicht das Optimum. Also wenn ich jetzt hier mehr auch mit solchen geraden Formen zum Messen gearbeitet hätte. Jetzt kann ich nochmal sehen, alles was nach vorne kommt, bekommt jetzt nochmal so eine wichtige Präsenz. Also hier ist jetzt ein bisschen schwierig, weil diese Plastikgelenke muss ich jetzt nicht unbedingt genauso zeichnen. Aber vielleicht hier so konkrete Schattenkonturen, die sich hier nochmal darstellen. Hier ist so eine kleine Schattenkontur vorne am Fuß. Die einzelnen Zehen vielleicht nochmal. Dann hier eine Faust, nochmal die drei Finger so ein bisschen betonen. Dann hier auf dem Oberarm sind ja auch nochmal so Muskelsegmente, die sich abzeichnen. So. Dann hier, ja, ein bisschen schwierig, aber hier wird wohl das Schlüsselbein liegen. Dann ist hier der Halswendemuskel. Den sieht man hier bei der Puppe ziemlich deutlich. Und hier auch noch ein bisschen so die Bauchmuskeln angedeutet. Hier der Bereich, wo die Sägemuskeln liegen. Ne, hier auch Faust nochmal. So. Ja, und dann hatte ich ja gesagt, hier irgendwo sitzt er da natürlich auch drauf. So. Schlagschatten drunter. Und was auch immer ganz gut aussieht, ist, dass man natürlich auch versucht, das in so ein Gesamtbild zu integrieren. Hier bietet sich zum Beispiel jetzt ganz eindeutig an, dass wir als grafisches Element einfach mal so eine dunkle Fläche dahinter setzen. Allein, wir haben ja keine echten Konturen um den Körper rum, man sieht das bei ihm ja auch. Teilweise lösen sich in diesen hellen Bereichen die Konturen sogar so ein bisschen auf, hier oben am Kopf und so. Aber damit man diese Konturen so ein bisschen entschärft, setze ich jetzt hier einfach auch nochmal so eine Schraffur dagegen. Ne? So, und dann... hier hinten sehe ich jetzt, dass ich wie so eine richtige Kontur nochmal hier das Ganze eingerahmt sehe, kommt das nochmal richtig hell hervor. Hier könnte ich auch noch was hinsetzen und hier könnte das so leicht auslaufen nach hier. Ja, also das könnte man hervorragend als zum Beispiel eine Vorzeichnung für eine malerische Sache oder sowas dann ausnutzen. Ne?
oder für eine Comiczeichnung, wer weiß.